Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz hier aus dem Presseraum, aus der Geschäftsstelle der Krefeld Pinguine. Ich bin hier wieder mit dem Cheftrainer der Krefeld Pinguine, zu meiner Rechten Peter Dreiseitel. Hallo Peter. Ja, wir wollen ein bisschen darüber schauen, was wir jetzt in den letzten Spielen Freiburg zuletzt und dann natürlich einen kleinen Ausblick auf das Wochenende, auf die kommende Woche geben. Führ uns doch noch mal ein bisschen zurück. Wir haben ja in der Postgame-Pressekonferenz schon ein bisschen darüber gesprochen. Wie hast du das Spiel jetzt rückblickend, vielleicht auch noch mal mit ein paar Tagen Abstand, wie bewertest du es jetzt noch mal? Jetzt ist Freiburg das letzte. Das Freiburg-Spiel, genau. Ja, ja. Wieder mal ein Schritt in eine gute Richtung, in eine Richtung, wo wir in der Lage waren, über 60 Minuten mehr Gutes als nicht so Gutes zu produzieren. Ich wusste, dass wir ein bisschen besser Schlittschuh laufen werden und ein bisschen frischer sein werden als gegen Heilbronn. Das hat sich dann auch gezeigt, dass wir doch in der Lage waren, jetzt schneller am Mann zu sein und die Zweikämpfe etwas besser zu führen und nicht wie gegen Heilbronn, wo wir überall zu spät waren. So, es war definitiv die richtige Reaktion auf das eher schwächere Spiel gegen Heilbronn. Und dann nehme ich das einfach mal jetzt erstmal als Positivum, dass die Truppe Sachen umsetzt, annimmt. Und mit dem Wissen, dass wir noch lange nicht irgendwie fertig sind mit der Entwicklung dieser Mannschaft, sehe ich trotzdem positiv nach vorne. Ich glaube, es gab jetzt zwei, ich sag mal, Geschichten, die in dem Spiel noch passiert sind. Zum einen haben wir natürlich das Heimdebüt von Henrik Hane gehabt, der, ich glaube, es, also wenn ich mich nicht täusche, der erste Düsseldorfer gewesen ist, der hier mit Sprechchören begrüßt, nicht nur begrüßt, aber sich dann während des Spiels so entwickelt hat. Und dann natürlich Nikonor Dobryschkin mit seinem ersten Tor, auch seinem ersten Profitor. Vielleicht kannst du dort nochmal ein bisschen Licht auf die Reaktion der Jungs und auf die Reaktion der Kabine richten? Die Kabine ist sowieso, war auch nie oder wird auch kein Problem werden. Das behaupte ich einfach mal so und das ist auch so. So, das ist eine schöne Geschichte für den Hane. Dieses Shutout ist immer für den Goalie eine schöne Sache. Schöne persönliche Auszeichnung und die hat er sich auch redlich verdient, weil er, in Weißwasser hat er uns sehr, sehr im Spiel gehalten, sehr gut gehalten. Wo war das noch, das zweite Spiel? Oder? In Selb, das erste Spiel, da warst du war noch nicht da, aber auch da kann man ihm attestieren, dass er noch, noch ein Auswärtsspiel, wo er 100% für uns bereit war und das zeugt einfach von einem, von einem guten Charakter, dass der das hier nicht nimmt als irgendwie so eine lästige Nebenerscheinung, sondern dass der tatsächlich kommt und ist wirklich bereit hier für uns zu spielen und sein Bestes zu geben, weil der konnte nicht zum Training kommen, da gab's so, dann kam er mehr oder weniger direkt 2 Stunden vor dem Spiel. Ich habe mich mit ihm noch kurz hingesetzt, aber dann man sah die Professionalität schon von ihm, vom Hane, der dann mit mir da auf das Powerplay guckt und ich sage ihm, da kommen jetzt die Plays her oder wie auch immer. Und er weiß dann sofort, aha. Also man sieht schon einen jungen Mann, der gesettelt ist, der in sich ruht und der weiß, was er tut. So für ihn super. Dobre ist auf einem guten Weg, großer, starker Mann, der vor nichts Angst hat. Auch ein, wie man so schön sagt, Walk in Progress mit ihm. Aber ich persönlich freue mich, wenn alles gesagt und getan ist, was das Team angeht, dann freue ich mich natürlich für jeden Einzelnen, wenn er dann noch darüber hinaus irgendwas Persönliches zeichnen kann. Ja, persönlich, wir schauen auch nochmal so ein bisschen auf die Jungs, die jetzt zuletzt nicht einsatzbereit waren. Da war ja Nikita Krimski, der ja ausgefallen ist. Genauso Sergei Belov zum einen geschont wurde. Wie kannst du dort ein Update geben zu der Verletzten- und Krankheitssituation? Ja, Krimmer ist okay. Der bekommt von uns noch 2 Tage,
endgültig zu regenerieren, respektive die Krankheit loszuwerden. Der müsste nach Lage der Dinge, müsste er beim nächsten Spiel wieder zur Verfügung stehen. Dann ist alles okay. Schatzki ist auch zu Hause, der hustet ja auch schon seit 4 Wochen rum. Aber er meinte, er wäre okay. So, mal gucken, ob der morgen spielen kann. Er meinte ja, werden wir aber morgen früh erst sehen. Wer noch? Ja, Belov, aber der war ja, Sergej ist krank, ja. Ja. So wie die ganze Kabine eigentlich. Ne? Wenn es jetzt einmal rumgeht, dann so, er liegt jetzt zu Hause und wir werden morgen mit Bittner und Weser fahren, so okay. Wie es aussieht. Ja, gut. Ja, schauen wir einfach mal auch auf das komplette Spiel. Krimitschau, jetzt dann auch eine Tour, wo wir morgen früh losfahren werden. Wie schätzt du die, ich sag mal, die, du hast letztes Mal gesagt, Beine sind da ein bisschen das Problem jetzt in den letzten Wochen gewesen. Glaubst du, dass ihr da auf einem guten Weg seid, die Beine ein bisschen besser zu managen? Zumindest hoffe ich das, weil wir dann nach dem Freiburg-Spiel komplett regeneriert haben, auch freiwilliges Eis hatten, also so gut wie nichts getan haben und heute auch relativ, in Anführungszeichen, 45 Minuten relativ wenig gemacht haben, was die Physis angeht. Also wir hoffen, dass die Jungs etwas erholter sind morgen in Krimitschau. Gut, danke dir. Ja, da würde ich doch glatt einmal die Presserunde eröffnen. Bitte. Ja, Peter, gegen Freiburg hat man gesehen, im ersten Drittel, die waren ja sehr aggressiv im Vorchecking, schon bei euch im eigenen Drittel. Da haben die Verteidiger doch schon Probleme gehabt. Hast du das so erwartet, dass die so aggressiv kommen als Vorchecking? Und wie siehst du die Verteidiger da in dem Moment? Ich meine, selbst noch Zerrissen spielt da so ein Pass mitten ins Slot rein, ne? Was hat man bei den Bambini schon verhindert. Hast du das Gefühl, dass die Mannschaft da ein bisschen nicht überfordert war, aber überrascht war? Nein, da wäre ich überrascht, wenn sie überrascht wäre, weil wir haben natürlich noch vor dem Spiel über das Vorchecking manche angeguckt. Darum geht es aber nicht. Das ist jetzt nichts, was uns überraschen kann oder auch jemals wird. Aber da du das ja ansprichst, das Rausspielen, das Rausarbeiten der erste Scheibe aus dem eigenen Drittel, aus der defensiven Zone raus, ist schon seit Wochen eines der Hauptthemen, die wir auf dem Zettel haben und offensichtlich noch ein bisschen uns verfolgen wird. So, bei den Reihen bist du ja gegen Heilbronn wieder zurück, dann auf den 3M-Sturm irgendwann. Ist das jetzt so erstmal in Stein gemeißelt oder denkst du immer noch, du sagst ja immer, ich reagiere dann vielleicht während des Spiels nochmal und so, hast du ja dann ja, auch gegen Heilbronn gemacht. Ja. Aber jetzt gegen Freiburg war die erste Reihe dann auch wieder zusammen. Ist das jetzt erstmal in Stein gemeißelt so für die nächsten Spiele? Das ist es nicht, das wird es auch nie sein. Denn wenn ich der Meinung bin, dass irgendwas geändert werden sollte, dann mache ich das sofort. Deswegen in Stein gemeißelt ist gar nichts. Jetzt im Moment macht es jetzt am meisten Sinn aus meiner Sicht. Und jetzt liegt es so ein bisschen an mir, auch die Zeit zu finden. Gestern habe ich schon ein bisschen Zeit gefunden, jetzt auch mit den Stürmern auch 1:1 zu reden und vielleicht mal auch ihre Shifts mal anzugucken und um vielleicht ein paar Verbesserungen herzubekommen, auch in den Reihen auch, was die Chemie innerhalb einer Sturmreihe angeht. Wobei, das kann ja nicht der Trainer richten letztendlich, da müssen die auch so ein bisschen ihre eigenen, ne, Ideen da mit reinbringen. Aber im Großen und Ganzen ist die Line-Up nicht in Stein gemeißelt. Ich weiß es nicht, ich plane jetzt nicht im Voraus, aber ich kann mir vorstellen, es wird noch die eine oder andere Veränderung wird es geben. Jetzt hast du ja vor 2 Wochen hier
reklamiert, dass die Spieler die Identität, also die Pinguine, den Pinguingeist nicht so darstellen und die Zweikampfstärke auch nicht so da ist, wie du dir das vorstellst. Siehst du da jetzt schon eine positive Entwicklung, dass die Mannschaft das intus hat? Aber ganz wichtig jetzt auch jeden wissen zu lassen, wie es gemeint war. Mhm. Hier ist keiner in der Kabine, der sich nicht mit den Pinguinen identifiziert, aber der nicht gerne für diese Stadt und für diesen Club und vor diesen Fans jetzt spielt. Das ist es nicht. Ich habe von der Mentalität gesprochen, die mir noch nicht hundertprozentig passt, wie wir hier zu Hause auftreten sollten, mhm. im eigenen Haus. Das ist der Grund. Grundsätzlich führen wir keine Mentalität oder keine Charakter oder keine Identität-Diskussion. Ich habe jetzt rein von dem, was in 60 Minuten auf dem Eis passiert, gesprochen. Ja, du hast im Prinzip die Jungs aufgefordert, das zu zeigen. Also, dass jeder sein Herz für Krefeld hat und so. Aber du hast das gefordert. Ich, ne? Das werde ich. Genau. Das wär, solange ich bin, werde ich das tun. Ja, ja, okay. Peter, der Philipp Rivers bleibt dann im Sturm, zumindest morgen noch. Habe ich das richtig verstanden? Krimski fährt morgen noch nicht mit, ist Sonntag bereit? Zwei Tage. Ich gehe davon aus, dass Grimmer uns beim übernächsten Spiel zur Verfügung steht. Mit dem Philipp habe ich heute gequatscht und wir behalten das erstmal. Okay. Wir behalten das erstmal bei und ich bin absolut im Bilde, was die eine gewisse Unsicherheit beim Philipp sein fast muss, jetzt dann nach langen Jahren Verteidiger, jetzt dann, das ist nicht ganz so einfach. Das stellt man sich einfacher vor, als es tatsächlich ist. Wir geben ihm und uns allen, wir geben es ausreichend Zeit, um dran noch ein bisschen zu arbeiten. Im Moment haben wir uns darauf verständigt, dass er vorne bleibt. Der Sandro Meyer, der war Dienstag im Kader, aber ich glaube kaum auf dem Eis, oder habe ich das falsch gesehen? Ja, ein paar Spiele, also viel ist jetzt nicht Rede wert. Auch im Landshut hat er paar bekommen. Ist jetzt aber auch witzigerweise, auch mit ihm habe ich heute auf dem Eis gequatscht und er wollte wissen, wie er mehr Eiszeit bekommt. Ich habe ihm das alles erklärt. Es ist alles gut, ist ein junger Kerl, der leider Gottes etwas zu kurz geraten ist, und dann ist es halt, dann ist es viel für diese Jungs. Deshalb hier Justin van der Ven genauso, die sind ja alle nicht weiß Gott wie, und dann müssen sie natürlich eine gewisse körperliche Konstitution mitbringen oder daran arbeiten, dass sie sich eben da draußen durchsetzen können. Alles gut, guter Jungs, gute Einstellung, wollen weiterkommen, ist alles gut. Ist ein Prozess, den wir angestoßen haben, wir werden weiter dran festhalten. Okay, danke. Vielleicht noch ein Satz zum Powerplay. Jetzt ist es am Dienstag, habt ihr zwei Tore quasi in direkt, ich glaube in unter zwei Minuten gemacht, in zwei aufeinanderfolgenden Powerplay-Situationen. Hast du das Gefühl, dass das jetzt so langsam aber sicher Klick macht, dass ihr da jetzt eingespielter seid und dass ihr da jetzt auch richtig zum Erfolg kommt, jetzt Richtung Dezember, Januar? Bisschen tatsächlich ja. Wir gucken uns das ziemlich intensiv an mit beiden Powerplay-Formationen und gucken uns das genau hin, wo sind die Optionen, wie kann man besser auf gewisse Sachen reagieren. Viel ist es aber beim Powerplay tatsächlich unter dem Fünferblock auch, ne? Weil man dann kann denen ja, sie müssen ja die Lösungen selber da draußen finden, da kannst du denen nicht alles aufmalen oder die Lösung ist ja nicht auf dem Video zu finden. Ja, aber wir sind da ganz, glaube ich, ganz gut auch. Ich sehe Verbesserungen, sagen wir mal so. Das war deine Frage. Ich sehe sie auf jeden Fall. Ich sehe sie auf jeden Fall. Aber auch hier sind wir noch lange nicht fertig. Gut. Weitere Fragen gibt es erstmal nicht. Ja, vielen Dank, Peter. Okay. Dann bedanke ich mich auch bei den Zuschauern und bis dann. Ciao. Okay, Männer. So, ich muss weiter.